Bela, du sprichst nie so laut, hör mal auf. Co-Poster. Weißt du was, du müsstest eigentlich so eine Serie machen, so ein, also so eine, einfach so rausgehen, so im Sinne von, das war alles nur Spaß, Leute. Ihr Idioten habt euch die ganze Zeit aufgeregt über irgendwas, was gar nicht ist. Ich habe nur, ich habe extra leise gesprochen, damit ihr euch... Ich kann nicht viel lauter reden! So, meine Freunde, wir machen jetzt heute ein kleines Video und zwar zum Thema Deo selber machen. Ich habe ja am 1. Oktober, am ersten Tag meiner Reise bei Blütenandini Vlog, die verlinke ich mal oben rechts, ein geniales Rezept bekommen, um mir selber Deo zu machen aus eigentlich nur zwei Dingen. Und selbst, weil ich das Ganze noch mal ein bisschen verfeinert habe, habe ich mir dazu noch ein bisschen Kokosnussöl geholt. Und genau, wir hören uns jetzt und schauen uns das mal an, was wir genau brauchen. Cool. Genau. Also, wir haben jetzt hier ein Glas, in das wir das alles mischen werden. Wir haben einmal das Kokosnussöl, ja. Ich habe hier natürlich extra ein Bio-Kokosnussöl gekauft, was ich im Angebot gefunden habe. Da ist auch immer ganz interessant, manchmal findet man beim Ebel oder Biomärkten teilweise auch vielleicht noch eine reduzierte große Packungen Kokosnussöl, dann kann man halt natürlich ein bisschen mehr Deo machen. Hier haben wir Natron. Natron findet man meistens bei der Backabteilung, kann auch zum Backen verwendet werden oder als, was war es noch? Bleichmittel, genau, könnt ihr in der Wäsche verwenden. Und deswegen muss man da auch super vorsichtig sein, dass man das nicht zu sehr übertreibt im Deo mit dem Natron, weil sonst kann es sein, dass eure Kleidung, dunkle Kleidung gerade ein bisschen ausbleicht. Ja? Und hier haben wir noch ätherisches Öl. Direkt aus dem Biomarkt, hier ist es wichtig, ihr solltet nicht irgendwelches billiges ätherisches Öl kaufen für 2-3 Euro, hier wirklich mal zu lang und vielleicht 6-8 Euro ausgeben, gibt es im Ebel, in Biomärkten und da sucht ihr euch irgendwas raus, was richtig gut riecht, aber wohlgemerkt, keine Minze. Ja, Minze ist richtig schlimm. Ich habe auch schon mal von einer Freundin japanische Minze bekommen und dachte mir, das könnte ziemlich fresh sein. Das war untertrieben. Ja. War nicht gut? Ja, ich habe nach 5 Minuten so, das war so frisch, dass ich wieder schwitzen angefangen habe. Also Minz ist sozusagen, das holt alles raus. Ja? Also, okay, es ist richtig grausam. Okay. So, also, ich hätte gesagt, Bela macht das jetzt selber. Und zwar, ich habe gesagt, du machst hier mal das Glas auf. Vielleicht ja. Verfolge ich das Ganze hier mit. So, Bela, genau, ausgezeichnet. Es ist leer. Es ist leer, okay. Wir nehmen zuerst ein bisschen Natron. Ein bisschen? Was ist das? Kippst du das so ein bisschen mal rein? Ich sag dir dann Stopp. Ja, 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 weiter, weiter, weiter. Es ist schon die Hälfte des Bechers. Kannst du da rein? Ja, 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 weiter, weiter, weiter. Ja, ja. Oh Gott, bitte. Das ist Bestandteil des Deos am meisten. Das ist wie bei Fight Club. Und ich habe dieses Mittel, mit dem du es wieder ablöschen kannst. War noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Noch ein klein bisschen. Genau. So. Dann nehmen wir hier das Bioöl. Krass, oder? Das ist neu. Das ist neu? Mhm. Wow. So. Ja, bei Bio, bei Kokosnussöl ist es ziemlich cool, weil, beziehungsweise ihr müsst immer schauen, das ist natürlich, wenn es warm ist bei euch, dann ist es flüssig, deswegen könnt ihr es dann einfach so reinschütten. Schön vorsichtig reinschütten. Ja, stopp. Perfekt. Ja, das ist sehr gut. Da wollen wir das haben. Jetzt kannst du hier mit diesem Stecken. Das kurz mal ein bisschen umrühren. Oh, meine Freunde, wir schauen uns das jetzt mal hier genau an. Wenn ihr natürlich die richtig krassen Nahaufnahmen haben wollt, schaut ihr beim Bela auf dem Kanal vorbei. Genau, das rührst du jetzt so ein bisschen weiter an. Und während ich dir da, wenn du das machst, werden wir jetzt hier so 10 bis 15 Tröpfchen reinmachen und vorsichtig. Kann auch sein, dass mein ätherisches Öl langsam leer ist. Okay. Ist es eigentlich wichtig, dass es rein muss? Ja, wegen dem Geruch. Oh, musst du noch mehr rein? Hilfe.
Ja, damit es soll. Es, ihr müsst dann am Schluss. es ist natürlich wichtig, dass wir am Schluss. Das muss schon ein bisschen fester werden. Achso, okay. Und es wird aber irgendwie schneller oder muss ich ruhig holen? Nö, nö, nö. Das, hat, das ist kein Stress mit dem. Genau. Ich nehme dieses Ganze, das ist auch ganz interessant, weil der Bela das jetzt hier schon verschüttet hat. Ja. Öl ist immer, Kokosnussöl ist auch eine ganz, ganz coole Sache fürs Haar. Ja, können wir direkt hier ein bisschen in meine Haare als Pflegelotion sozusagen. Richtig, nicht mit dem Natron verbunden, weil sonst habt ihr bleiches Haar. Ja. Das wäre geil bei mir, ne? Kann man ein neues Video machen? So, meine Freunde. Richtig geil. Und jetzt riechst du mal, riech mal dran, ob du da was raus, ob das irgendwie riecht was. Kokos. Oder? Ja, schon ein bisschen Zitronik. Da können wir mal hier gucken, ob wir noch ein bisschen was von dem ätherischen Öl rauskriegen. Und wenn ihr seht halt, das reicht eben dann aus, wenn ihr irgendwie mal ein bisschen euch so ein ätherisches Öl holt, das hat hier 5 Milliliter, da haben wir damit glaube ich schon locker halt bis zu knapp ein Glas bis zwei Gläser gemacht. Mhm. Ganz vorsichtig. So, genau. Kann man vielleicht ein kleines bisschen und dann wird's, dann haben wir es, bei dir ist es nicht so warm. Wo? Achso, ja, genau. Ja, du weißt schon. Und, genau. Oh, jetzt ist es richtig. Perfekt. Jetzt wird es richtig fest. Jetzt ist es ein bisschen fester. Jetzt wird es richtig fest. So. Genau. Und jetzt hast du ein fertiges Deo. Ja. Krass. Und ja. Wie viel kann man sich da nehmen dann? Dann nimmst du dir immer, ich hol mal, oh, warte mal. Ja. Moment, ich hol mal ganz kurz meins. Ist das nicht geil? Wir machen uns selber ein Deo. Ich feiere das total gerade. Das ist mega unglaublich. Das ist so mitunter das beste Deo, was ich in meinem ganzen Leben entdeckt habe. Und ich sind jetzt auch schon 31 Jahre. Ne? Also ich mache es meistens, ich zeige das jetzt einfach mal hier. Ja. Das stand draußen und ist anscheinend nicht so warm. Okay. So. So viel. Und du probierst jetzt dann mal zu Hause aus. Kannst du mal sagen? Genau, so viel. Krass. Und das schmiere ich mir dann hier einfach in die Achsel. So. Genau, das war's. Das hält den ganzen Tag. Nicht so viel Oberkörper zeigen. Ja, sorry. Ist ja dein Video hier, ne? Also mein mache ich das nämlich immer. Und das könnt ihr dann drauf machen. Müsst aber ein bisschen aufpassen, auch mal ein bisschen ausprobieren. Am Anfang kann es sein, dass ihr vielleicht das Verhältnis ein bisschen zu krass gemacht habt mit dem Natron. Da auch immer ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu viel auf einmal eben nehmt. Ein bisschen ausprobieren. Ihr spürt das sofort, ist überhaupt gar kein Stress. Genau. Und wie gesagt, ein bisschen aufpassen, wie viel ihr verwendet, dass es nicht zu viel ist, also so wie ihr eben braucht. Denn sonst bleicht eure Kleidung aus. Und das Coole an dem Deo ist einfach, dass ihr einfach nie mehr nach Schweiß riechen werdet. Weil Natron ist ungefähr, das nimmt den Geruch von allem weg. Deswegen auch wichtig, es ist vielleicht nicht, also ihr solltet euch nicht vielleicht denken, ihr macht Natron vielleicht euch so an den Hals oder irgendwo anders, weil da nehmt ihr euch halt natürlich den Körpergeruch weg und das ist manchmal blöd. Das habe ich gemerkt. Okay. Ja. Also man muss es wirklich selber für sich besser testen, ja. Mit der Menge, ja. Und wie viel man drauf tut. Genau. Und manche Stellen sind halt am Körper so ein bisschen empfindlicher, ne? Da willst du nicht mit Natron rein. Also ist es jetzt mehr so, wo man sagt, so hauptsächlich für die Achsel halt. Genau. Und gerade das Natron macht eben gerade, dass man diese Bakterien sich nicht mehr so stark zersetzen oder den Schweiß zersetzen und dadurch kommt ihr überhaupt der Schweißgeruch und so habt ihr eben niemals mehr Schweißgeruch. Das ist einfach sozusagen, ihr habt auch nicht mehr das Problem, dass irgendwie eure Kleidung vielleicht immer wieder so, wie man das kennt, dass es immer wieder reinschwitzt, immer wieder dieser Schweißgeruch reinkommt. Das passiert nicht mehr, weil ihr würdet nur noch schwitzen und ihr schwitzt immer noch genauso viel wie vorher. Das macht es leider nicht weg, aber zumindest stinkt ihr nie mehr. Aber eigentlich ja gut für die T-Shirts oder Kleidung, die man trägt. Ja. Ne? Naja, genau. Und du hast nicht mehr das Problem, dass du irgendwas wäschst und dann geht es nicht mehr, raus. Ich habe immer das Problem gehabt, dass mir meine Kleidung irgendwie jedes Mal so fest schwitzt. So ein fester Schweißgeruch, den ich immer die ganze Zeit wieder reinkriege. Ja. Und so passiert das überhaupt gar nicht mehr. Und ich bin ja auch jetzt unterwegs gewesen auf Reisen,
habe da dann recht oft natürlich auch hier ständig Sachen an, ständig den Rucksack mit und super schwere Sachen und schwitzt natürlich massivst. Und dann kann man auch mal schauen, halt irgendwie sich das vielleicht auch mal irgendwie an anderen Bereichen oder an den Füßen zum Beispiel auch ganz geil. Mhm. Dann mal einfach, viel schwitzt oder? Ja, und an den Füßen ist so geil, wenn du Schweißfüße hast oder irgendwie da ein bisschen krass das stinkt. Einfach mal eine einschmieren, frühs mit Natron, Deo und am Abend mal aus und mal schauen, wie das wird. Super. Wieder. Bin total begeistert. Freue mich, dass du vorbeigeschaut hast. Berichtest du uns dann vielleicht einfach mal von deinen Erfahrungen über die Story oder vielleicht in einem deiner nächsten Videos und bin gespannt, was du dazu sagen wirst. Ja, also ich bin wirklich gespannt. Ich finde die Idee echt super. Und ich meine, das Ding hat jetzt ganz gekostet 2 Euro oder 3. Ja. Natron kriegt ihr teilweise für, also es waren jetzt größere Mengen von einer Freundin. Und wo kriegt man Natron? Eigentlich in der Backwarenabteilung. Das sind immer diese, da gibt es doch diese grünen Packungen. Warte. Grünen Packungen. Diese Back, man nutzt es halt auch in der Küche und das kennt man 100 Pro. Und dieses, das ist Natron. Das kennt das auch Kaisernatron. Okay. Genau, jeder Arsch, oder? Genau. Das cool. Ist auch für Küche, Haus. Ein ganz kleiner Tipp, auch noch so am Schluss. Die Leute sind immer krass mit Natron. Die Leute sind immer krass mit diesen Mitteln im Bad, wenn irgendwas verstopft ist oder so. Gehst du hin, gibst du so viel Natron jetzt zum Beispiel rein. Mhm. Und, oder halt, das ist hier immer so ein Pulver, also so ein kleines Päckchen. Gibst du dir rein. Und nimmst dieses Essig, was du zum Reinigen verwendest meistens, diese Essig-Essenz. Ja, genau. Und die kippst du nach. Okay. Und Natron und Essig hat die Wirkung, also die, wenn die zusammen kommen, dann wirken die halt, gibt es eine Reaktion und das wird dann gesprengt. Und dadurch sprengen die das halt, nicht das Rohr, aber halt die Haare im Rohr und so können sie dann einfach so. Brauchst niemals diese ganzen Mittel, die da verkauft werden. So für Rohrreinigung. Das ist völlig die dümmste Chemie ever, weil du brauchst eigentlich nur Natron und. Krass. Und dann also machst du es halt zweimal mit heißem Wasser drüber dann. Ich habe so nach mit Backpulver auch irgendwie. Genau, das ist ja Backpulver prinzipiell. Eben, ja, genau. Eine Art. Ich habe da jetzt noch nichts mit. Aber hier sieht man, ein Päckchen ist hier ein Pack für Muffins. Okay. Oder also du benutzt, das heißt ja auch für die Küche, Bad und Haus. Also du benutzt es hier 65 Euro für 5 Kilogramm Natron. Dann hätte man sozusagen eigentlich für sein Leben lang für 5 Menschen vielleicht Deo. Vielen Dank, lieber Alex. Ich bin total begeistert von dem Rezept. Vielleicht, ich weiß noch mal in den Kommentaren, unten reinschreiben. Genau, machst du das mal. Wir haben ja wieder ein bisschen frei gemacht, ne? Aber es geht am Ende darum, dass es halt hier ein bisschen fester wird. Ja, genau. Genau. Ja, cool. Vielen Dank. Ihr werdet das Video sehen, wird ein bisschen kleines Video. Und ja, ich finde es doch echt ein cooler Tipp, gerade für Männer. Ciao.